Wir treffen Markus Pretzell, 40 Jahre alt, Rechtsanwalt, vierfacher Vater, an seinem neuen Arbeitsplatz in Straßburg. Er wurde erst kürzlich bei den Wahlen zum Europaparlament als Abgeordneter für die Alternative für Deutschland in das Parlament gewählt. Herr Pretzell, was motivierte Sie zu diesem Schritt? Seit 2008 erleben wir in der Europäischen Union in verstärktem Maße eine Erosion sowohl der Demokratie als auch der Rechtsstaatlichkeit. Und das ist etwas, was mich bewogen hat, aus einer bürgerlichen Komfortzone heraus in die Politik zu gehen. In die Politik zu gehen, die sicherlich völlig anders funktioniert, als man das aus der freien Wirtschaft kennt, was aber notwendig ist, um die Bedingungen für die Wirtschaft und für das gesellschaftliche Leben zu verändern. Und das ist eine Verantwortung, die ich unter anderem auch meinen vier Kindern schulde. Wissen Sie eigentlich, worauf Sie sich da einlassen? Ich hoffe sehr, dass ich das weiß. Und ich bin überzeugt davon, das Richtige zu tun an dieser Stelle. Herr Pretzell, wie sah Ihr bisheriges Leben aus und welche Veränderungen kommen jetzt auf Sie zu? Ja, als jemand, der aus der freien Wirtschaft kommt, ist Politik etwas Gewöhnungsbedürftiges. Es hat völlig andere Strukturen und vieles ist sicherlich sehr viel ineffizienter, als man das so gewohnt ist. Und im vergangenen Jahr habe ich eigentlich so viel mitgenommen, politisch gelernt und hielt das bislang für das lernintensivste Jahr meines Lebens. Und es mehren sich hier in Straßburg und auch in Brüssel die Zeichen dafür, dass das lernintensivste Jahr noch vor mir liegt. Und darauf freue ich mich sehr. Lässt die Politik Ihnen überhaupt noch Raum für Hobbys? Ich dachte eigentlich, dass die Politik mein Hobby ist. Und in gewisser Weise habe ich mein Hobby auch jetzt zum Beruf gemacht, denn ich habe die letzten anderthalb Jahre Politik als Hobby betrieben. Und ich bin sehr glücklich und froh darüber, dass ich das große Privileg habe, dieses großartige Hobby jetzt auch zum Beruf machen zu können.